Hallo, ich bin's der Matthias. Heute gibt es wieder mal ein längeres Video. Und zwar ist hier vor kurzem meine blaue Venezuela-Vogelspinne gehäutet. Schon eine Woche her. Und dann bekommt sie heute etwas zu fressen, eine Heuschrecke. Dann schauen wir mal, ob sie Hunger hat. Und mal den Deckel ganz vorsichtig auf. Da seht ihr die Spinne. Und auch noch ihre Haut, etwas Licht, dass ihr es besser sehen könnt. Schaut mal, wie wunderschön sie ist. Wunderschöne Farben. Wirklich beeindruckend. Nehmen wir mal die Haut raus, ganz vorsichtig, dass sich die Spinne nicht erschreckt. Jawohl. So sieht es gut aus. Na, es hat doch geklappt. Dann zeige ich euch mal die Haut. Und vor allem die Jalisieren, die Beißwerkzeuge. Seht ihr sie? Okay, dann holen wir mal die Heuschrecke. Na, sie will noch nicht so ganz. Sie wehrt sich. Wir kommen hier gleich hin. Okay. Setzen wir die Heuschrecke mal direkt vor die Vogelspinne. Warte mal ab, was passiert. Sie reagiert. Bis jetzt tut sich noch nichts. Keine Reaktion der Spinne. Sieht wohl nicht so aus. Und die Heuschrecke ergreift schon die Flucht. Aber jetzt ist die Heuschrecke wieder zurückgesprungen. Und dann hat sich die Vogelspinne die Heuschrecke gleich gepackt. Sieht alles gut aus. So muss es sein. Okay, dann lasse ich die Kamera noch etwas weiterlaufen, wie immer. Könnt ihr mal die Spinne etwas beobachten und schaut mal nochmal die wunderschöne Färbung nach der Häutung. Das finde ich mega cool. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch wieder einen Like da. Ansonsten sehe ich euch bis zum nächsten Mal. Danke, ciao. Thank you.